Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit Volkmar dem Grimmigen. Wir sind jetzt in Runde 22, haben beim letzten Mal eine wichtige Schlacht gewonnen. Und wir haben eine Aufgabe bekommen: Bewegt drei Helden in drei Regionen der folgenden Rassen. Welche sind denn das? Ach, das Imperium. Also, ich brauche drei Helden in drei Gebieten. Also, völlig egal in welche. Darüber hinaus haben wir auch noch. Aber Avaland fordert Region. Und zwar vom Goldorden. Der Goldorden ist mir momentan allerdings extrem treu. Und deswegen werde ich mich dann an den, ja, die Expansion erlauben tatsächlich. Den Goldorden halten, dass er mit mir vielleicht konföderiert in absehbarer Zeit. So, folgende Situation. Wir stellen uns jetzt hier unterstützend hier ran. The wicked flee before me. Und attackieren My Grimburg. turn to die. Das dürfte an und für sich kein Problem sein. Weh, er nimmt mir den Mörser, ey. Dann Keep schreibe ich eine me böse E-Mail. busy. Nee, nur 27 Mann verloren. Alles gut. So. Oh, wir Let können das us hier wieder fill up. besetzen. Grünburg ist wieder unser. Brachte uns wieder Level-Ups. Volkmar. Und damit den Abschluss, was die Buffs erstmal grundlegend für die Flagellanten angeht. Eben ganz im Ernst, 50% Geschossresistenz für die Flagellanten ist OP. Das ist wirklich unfassbar OP. Dann haben die noch physische Resistenz noch dazu. Also ich sage ja nichts, ne? Aber das ist unglaublich krass. Orders So, und jetzt tremble wissen wir, was wir before natürlich me. machen müssen. Wir müssen Nullen angreifen. Und es gibt auch eigentlich gar keine Alternative. Sie haben zum Glück wenig Fernkämpfer, haben zwar Mörser, aber wir werden jetzt einfach angreifen müssen. Denn jede Sekunde, die wir ihn lassen, die fällt uns am Ende auf die Füße. Und eine Sekunde ist nicht schwer, aber viele Sekunden werden zu Minuten und die zu Stunden. Und das tut dann irgendwann weh. Ich habe ein Gewichtsmaß für Zeit entdeckt. Weil ja schließlich auch Raum gleich Zeit ist und alles. Ach, egal. Lassen wir den Scheiß. Ich könnte es hier ewig versuchen, das herzuleiten auf eine sehr idiotische Art und Weise. Yes, my lord. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss spielen. So, wir attackieren an der Stelle hier. Missiles ready. Werden hier ebenfalls attackieren. Der Mörser wird hier hoffentlich safe stehen und attackieren. Ihr geht hier mit den Männern auf die Mauer. Free Company. Und die Free Company schicke ich hier drüben. Ist eigentlich eine Möglichkeit, die hier in diesem kleinen Busch hier unsichtbar werden zu lassen? Nein. Kann ich sie hier unsichtbar werden lassen? Ja. Okay, sehr gut. Das heißt also, ich kann sie tatsächlich attackieren lassen. Der Rittertrupp hier geht hier in den Wald. Und wir attackieren jetzt einfach hier hardcore, was das Zeug hält. So, wir gehen da hoch. Mörser schießt da rein. Ihr geht damit vor. Und niemand hat gesagt, dass die Scheiße hier leicht würde, ne? Jetzt haben wir schon die 50%, ne? Und trotzdem bekommen die gefühlt extrem Schaden. Boah, 42 Waffenstärke, das ist schon echt viel. So, wir klettern hoch. Und ich schicke die Jungs hier gleich mit hoch. Manchmal muss man halt einfach aggressiv angreifen, ne? So wie in der jetzigen Phase. Der Gegner ist schwach, also schlagen wir zu. Wir haben mal wieder gesehen, wie mächtig Verlustverstärkungsrate in diesem Spiel ist, ne? So, jetzt buffe ich hier schon mal meine Jungs ein bisschen. Sigmar!
Jade Griffin. Ich kann momentan nicht sagen, wie der Kampf läuft, aber es sieht zumindest nicht völlig Banane aus. Konzentriert sich ja gerade auf den Helden, das ist für mich okay. Der nächste Buff. Jetzt kann ich die halt hier immer schön abwechseln, jetzt hier damit buffen. Das ist sehr, sehr praktisch. Halt immer mit saumäßig viel Nahkampfangriff. Und diese Schwertkämpfe hier haben es gleich hinter sich. Mörser trifft hier, glaube ich, tatsächlich fast mehr von seinen eigenen Leuten. Wobei ich mir da inzwischen gar nicht mehr so sicher bin. Der Mörser mörsert hier immer noch rein. Ich habe bloß keine Ahnung. Ja, er trifft tatsächlich ein bisschen was. Okay, doch, 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 er trifft was. Ihr stellt euch jetzt mal da drauf, Männer. Und schießt da runter. Er ist jetzt oben, gut. Es sind noch nicht alle von denen oben. Es dauert noch ein bisschen. Hier sind sie langsam aber sicher alle oben. Hol ich mal die Kavallerie schon mal ran. Die wir extra versteckt gehalten haben. Wow. Jetzt fightet die mal nieder, ey. Kann ja echt nicht angehen, was hier passiert. So, ihr attackiert jetzt die da unten. Ihr attackiert die da. Die rennen jetzt hier auch weg. Du greifst da noch mit an. Wir versuchen jetzt hier das hier einzunehmen, damit ich die Ritter irgendwie reinbekomme. Ja, meine Jungs hier haben keinen Bock, so wie es aussieht, gegen die regulären Schwertkämpfer zu kämpfen. Der rennt einfach nur im Kreis. Okay. Wenn ihn das glücklich macht. Da kommt schon Tor. Attacke. Ihr greift da jetzt mit unten an und du beendest jetzt hier die Herrschaft dieser dämlichen Mörser. So, geh mal darüber, die Jungs könnten nur mal einen kleinen Buff gebrauchen. Es ist gut. Der Krieg kann jetzt endlich mal hier vorbei sein. Oder die Schlacht, besser gesagt. Kommt hier hoch, Männer. Eieiei, da drüben kämpfen die noch. Ja, die Mörser von denen dürfen eine Menge angerichtet haben. Warum bleibt jetzt eigentlich stehen? Ey, wisst ihr, wie oft muss ich denen eigentlich diesen Angriffsbefehl auf die Mörser geben? Dass sie endlich auch mal da hingehen und sich nicht von denen totschießen lassen. Die sind die ganze Zeit sichtbar. Die sind, können gar nicht unsichtbar werden. Und trotzdem, naja, ihr wisst schon. Attacke. So, die Mörser-Einheit Nummer 1 ist quasi down. Und jetzt greifen wir noch Mörser-Einheit Nummer 2 an. Hier ist es de facto jetzt schon rum. Wir nehmen jetzt hier das Zentrum ein mit denen. Boxen die hier weg.
Wir sind zerstört quasi oder nur gebrochen. Zentrum ist genommen. Kavallerie schicke ich wieder zurück. Keine Ahnung, warum der hier noch kämpft. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir eine Flagge landen, den Job hier voll erledigen. So, was mache ich jetzt mit den Rittern hier noch? Wieder noch angreifen. Was macht denn der Mann da? Wie greift es dir noch in den Rücken an? Ah, ne, es ist vorbei. Boah, gut. Na also. Ja, die waren zäher als gedacht. Hab zum Glück keine Einheit verloren. Ganz im Ernst, diese Schlacht hat uns mehr Männer gekostet als vorhin diese Feldschlacht, wo ich echt dachte in der letzten Folge, das könnte das Letzte sein, was ich in dieser Kampagne tue. Aber dann ging es ja sogar noch einigermaßen. Gut. Nullen ist unser und damit der Ort, an dem die Artillerie im Imperium gefertigt wird. Dürfte sogar ihre Hauptstadt sein. Schwerer Schlag für sie. Oh, brachte ein bisschen Kohle. Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Auch kein ganzes Level-Up. Und die Stadt ist echt nicht gut ausgebaut. So, Stirlands Rache wurde freigeschaltet. Gut, gut. Bisschen was hat der noch. Aber das war auf jeden Fall... Ach doch, ich habe ein Level-Up. Nice. Kam denn der Level-Up auf einmal her? Der kam so aus dem Nichts. Egal. Ich kann jetzt hier den großen Schild des Glaubens machen. Natürlich holen wir uns den sofort. Und bei ihm gehen wir mal den Weg hier mit dem Leidenschaft... Ah ne, warte mal. Truppen auffüllen gehen wir weiter. Hahaha. Viel wichtiger. Sehr viel wichtiger. So, Nullen ist tatsächlich ziemlich nullig. Das ist der Oberhammer. Okay, das hier ist an und für sich ganz praktisch, aber ich werde es trotzdem abreißen für Wachstum. Boah, die haben mir ernsthaft einen riesen Haufen da reingesetzt, diese Drecksorks. Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Halt, if you're going to fight. Was mache ich mit Altdorf? Ich lasse mal Altdorf sein. Das ist die Tatsache, dass es da jetzt halt eine dämliche Rebellion gibt und ich nichts dagegen machen kann. Ja, aber ich kann halt nichts dagegen machen. Das ist die Wahrheit. Ich kann sie nur niederschlagen dann bei den in der nächsten Runde. Findet er mich schon wieder doof? Aye. You dare approach a lord of the... Ja, die werden halt einfach nicht vernünftig. Das hat überhaupt keinen Grund, wisst ihr? Das ist... Also, ohne Witz. Das sind die Zwergen, da komme ich noch nicht so ganz klar drauf und werde ich wahrscheinlich auch nicht so schnell drauf klarkommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt Gottrick und Felix nach Altdorf reinstellen. Um Altdorf besser verteidigen zu können. Ich meine, so ein Slayer in der Verteidigung, da stelle ich mir schon extrem fett vor. Die Menschen wurden vernichtet. Das war ja klar. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. Na, Gott sei Dank, da hören sie vielleicht endlich mal auf, mich anzugreifen. So, Tiermenschen vernichtet. Kapitelziel erteilt, ja, bla bla bla. Okay, mal kein Event.
bin ja sogar dankbar dafür, dass mal kein Event kommt. Okay. Chosen of Sigma. Ich komme, glaube ich, bis nach Dotternbach, ne? Cleanse the filth. Oh Gott. Purge the heretics. Ja, ich komme bis nach Dotternbach. Aber ganz im Ernst. Das Ding wird niedergerissen. Heldenhammer. Wegen der Seuche. Da bleib ich doch nicht. Da muss ich erst... Also, ich hoffe, dass ich sie mir jetzt nicht geholt habe. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich da nicht hin. Wow. Und dann werde ich noch Weisenburg noch einnehmen. So, wir holen uns erstmal hier noch die Wachstumsbeschleunigung. Grünburg wird auch ausgebaut. Eilhart reparieren sehe ich nicht ein. Da wird mir sowieso bloß gleich wieder ein Strick draus gedreht. So, und ich kann übrigens jetzt hier tatsächlich das Ding hier jemandem vergeben. Okay, er ist jetzt Kurfürst von Wiesenland. Komme ich den Blutbringer. Und der Zorn des Imperators, den Dampfpanzer. Yeah. Das Lustige ist, dass ich sogar Gottrek jetzt zu einem Kurfürsten machen kann. Was passiert, wenn der geht? Gut, das habe ich ihm schon gegeben, aber egal. Okay, der Blutbringer auf jeden Fall ist jetzt hier als Runenklinge vom Reikland in unserem Besitz. Ich denke ernsthaft darüber nach, ihm dieses Item zu geben. Die Runenklinge des Reiklandes. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Im Ernst, so scheiße wäre das gar nicht. Gib ihm das. Bis ich eine bessere Idee habe, wem ich das geben kann. Aber dadurch, dass ich jetzt Nullen genommen habe, ist im Grunde eigentlich jetzt ja, der Verein hier erledigt. Und wir haben unser Reich eigentlich unfreiwillig erweitert, aber wir haben es erweitert. Muss ich sie nur noch hier beenden. Er will einen Nicht-Angriffspakt. Das kann der... Warte mal. Kann der vergessen? Mach ich nicht. Sehe ich nicht ein. Ja, jetzt bettelt er natürlich um Frieden. Das kann er vergessen. Wow. Ohne Witz, ey. Jetzt am Ende dann noch so... Nee, ich wollte doch gar nicht und Frieden... Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wo kommen denn diese Grünen heute die ganze Zeit? Ey, die kommen ständig aus dem Nebel gesprungen. Du kannst hier keine kleine Siedlung aufbauen. Alles, was irgendwie eine Nebensiedlung ist, wird instant zerrissen. Ja, jetzt hat Paravor übers Reich genommen. Ey, ich hatte sowas von Krieg mit den Bretonen haben müssen. Fuck my life. Steueraufstände. Mir doch egal, ob ich minus öffentliche Ordnung bekomme. So, was ist jetzt hier los? Middenland wird in der Region um Karoburg von Grünhäuten angegriffen. Sie erbitten unsere Hilfe. Ja, da gebe ich jetzt hier das Geld aus. Ganz im Ernst, mir ist mein Prestige wichtiger. Ich habe gerade ein Geld. Wir helfen. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht völlig bescheuert irgendwo hingestellt werde. Ich sag's ja mal nur, ne? Am besten mitten in den Gegner rein. Wisst ihr, ich komme aus einem Loch und sie haben schon einen Kreis um mich gebildet. Das ist ja das Einzige, was das, was wir gesehen haben, nur noch steigern könnte. Ein bisschen meckern muss erlaubt sein. Okay, dieses Mal sieht's besser aus. Dieses Mal sogar zwei Kavallerieeinheiten. Oh Gott, Ork-Wildschweinreiter. Ready to engage. Go. Ready.
To battle! Tracking! Orks teilen sich jetzt auf jeden Fall auf. Oh, warum verlasst ihr die Position? Warum? Position ist eigentlich so geil, wie ich gerade eben sehe. Das ist ein Hügel und alles. Alles, was das Herz begehrt, ist hier. Sag mal, Schilden. For Heldenhammer! Formation march! In Sigma's name! To battle! Ja, mir leider anti-large, aber wenn ich den jetzt in den Rücken gehe, behaupte ich mal, wird das denen nicht gut bekommen. Na also. Ihr verfolgt die Orks hier weiter vom Schlachtfeld. Die sind zerstört, gut. Das sind mal Schlachten hier, ne? Komm, wenn er jetzt schießt. Ich will jetzt mal ein bisschen Pulverdampf sehen. Aber schießt die jetzt endlich mal! Schießt den jetzt in den Rücken, bitte. Come on. Wir sind mal anfälliger für den Scheiß hier. Und ein Feuerpfeil drauf. Das hat hoffentlich geklappt. So, es läuft auf jeden Fall gut dieses Mal. Dieses Mal durften wir ja auch wenigstens mal operieren, so wie... Also wir durften überhaupt mal was tun. Wir wurden nicht einfach nur von den Tiermenschen hier weggetrollt. So, der Nahkampf hier ist ebenfalls entschieden. Ich werde hier nicht ablassen, bis sie zerstört sind. Ah, sie sind soeben zerstört worden. Oh, das sind noch Schwarzorks. Gegen die sollte man mal was machen. Dafür brauche ich tatsächlich die Jungs hier. Schreit denn der so? Die sind zerstört, gut. Was für ein Chaos. Mal wieder. die schießen jetzt hier weiterhin mal auf diese Schwarzorks. Das gefällt mir auch ganz gut.
Ja, keine Ahnung, ob die Schwarz-Orks jetzt hier genügend Schaden bekommen. Mehr als drauf ballern kann ich gerade eben nicht. Kann sein, dass die Grünen heute... Ja, die Grünen heute haben es hinter sich. Sehr gut, wir haben gewonnen. Gut. Weil für einen Sieg bekommen wir natürlich auch noch ein bisschen Geld. Das ist der Vorteil daran, ne? Also so oder so bekommen wir natürlich was dafür, aber wir bekommen ein bisschen Geld wieder zurück. 2000 jetzt gerade eben ausgegeben. Bin gespannt, was wir da jetzt hier nochmal zurückbekommen. Und Trommelwirbel? Die haben sich alle sehr gut geschlagen. Nach wie vor finde ich diese Bogenschützenhelden einfach nur Mist. Imperium. Irgendwie taugen die nicht viel. Mein Eindruck. So, seht ihr, was ich meine? Verlustverstärkungsrate? Für welche Armee? Ist mir doch egal. Die existiert ja gar nicht in echt. 720 Gold. Zurückbekommen. So. Das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.